Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden. Wieder mal in der Butze, diesmal habe ich offscreen wirklich nichts gemacht, außer ganz oft aufgestoßen, aber das habt ihr jetzt auch einmal live mitbekommen. Toll, ne? Was ich hier so für einen Service biete. Ja, außer dass ich Kommentare gelesen habe, ein paar zumindest. Ich habe mir jetzt vergessen aufzuschreiben, bis wohin, also welcher Part jetzt momentan online ist. Warte mal, ich guck mal ganz schnell. Online ist jetzt Part, Moment, gerade mal Part 30, obwohl, was heißt gerade mal, ich war schon mal ein bisschen weiter. Also die jüngsten Videos, die sind halt noch nicht online. Deswegen bitte immer diesen leichten Zeitversatz berücksichtigen. Aber zur Kenntnis habe ich genommen, dass ein Besuch in Lorimar sich mal lohnen könnte, nachdem wir hier hauptstorymäßig so ein bisschen hingeschubst worden sind. Tach, wer sind Sie denn? Erzählen Sie mal, Kirke. Der Knorke Kirke. My job is cutting off the heads of criminals, but as you see, business has been slow lately. Das finde ich eigentlich ganz gut. Der guckt aber ein bisschen grimmig. Hat wahrscheinlich einen guten Grund, ne? All I can do is cut off heads. That's all I know. Are you sure? Irgendwie ist er ein bisschen creepy. Was zur Hölle? Ey, der richtet aber kein Massaker bei mir in der Butze an, oder? Ich halte an dem fest. You're a strange guy. Ja, danke gleichfalls. Alright then, I'll come along. I'll enjoy the sunlight for a change. Nicht, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube, das Spiel hat einfach nur einen sehr makaberen Humor. Lass es bitte nicht mehr sein. Warte mal. Okay, das habe ich wahrscheinlich eh vergessen rauszuschneiden, aber musste mal eben kurz sein. So, das ist das eine. Dann habe ich die Information bekommen, dass in Warriors Village, ne, da gab es doch diesen einen Schmied, der irgendwas meinte, dass ich einen anderen Schmied mitbringen soll. Da habe ich jetzt erfahren, dass ich alle drei Schmiede, die momentan in der Butze sind, mitnehmen muss. Das Problem ist, und das habe ich offscreen mal nachgeguckt, leider mit negativem Ergebnis, ich kann momentan keine drei Leute frei auswählen für mein Team. Ansonsten hätte ich euch jetzt genau dort auch begrüßt. Und ja, aber das müssen wir erstmal streichen bzw. vertagen. Ich weiß nicht, ob... Warte mal, hier gab es noch irgendjemanden, den ich rekrutieren konnte. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich das jetzt auch schon kann. Aber ich will mir das mal kurz angucken. Hoffe, das ist okay für euch. Ich weiß auch nicht mehr, wer das genau war, beziehungsweise wo ich den finde. Und jetzt juckt mein Auge gerade, was ziemlich ungeil ist. Aber die Gegner dürften eigentlich jetzt nicht so das Thema sein, oder? Die leveln ja hier auch nicht mit, glaube ich, im Vergleich zu anderen Spielen. Ach ja, der hat ja jetzt seinen Double Dash, oder wie das heißt. Okay, dann greift er zweimal an. Was heißt jetzt? Ich glaube, der hat von Anfang an diese Rune bekommen, oder? War da nicht was? Keine Ahnung, bin da nicht im Bilde. Ich nehme das jetzt übrigens auch wieder nach einer längeren Aufnahmepause auf. So, wie komme ich denn jetzt hier nochmal in dieses Haus rein? Gar nicht. Ich muss nämlich von unten lang, alles klar. Und mein Auge juckt. Ich wollte euch eigentlich noch was anderes erzählen. Ich versuch's mal parallel. Boah, wie mich das gerade annervt. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen ohne euch. Warte mal kurz. So, ich weiß nicht, ob das eventuell der hier sein könnte. Unterwegs habt ihr jetzt keinen weiteren Kampf verpasst. Bist du Leon Silberberg? Nee. What's your business here, young man? Me, I'm bla. Das hier kennen wir schon. Schade. Ich glaube, das hier könnte er sein, oder? Kommt das hin? Jawohl. You must be Wildy, leader of the Liberation Army. I know you. Be careful in a war, only the strong survive. That's all there is to it. You must recruit as many soldiers as you can. Das heißt, ich habe immer noch zu wenig. Okay, den muss ich mir auf jeden Fall irgendwie im Hinterkopf behalten. Ich frage mich gerade, ob ich schneller wieder rauskomme, wenn ich den ganzen Weg wieder so zurücklaufe, wie ich hergekommen bin, oder wenn ich nach Süden rausgehe.
Aber ich glaube, diese ganze Stadt hier, die hatte zwei Screens. Weiß jemand von euch, wie viele Rekruten ich benötige, um ihn anzuheuern? Also die Zahl, die würde mich interessieren. Das ist dann für mich auch kein Spoiler. Weil ich meine, ich könnte natürlich immer, nachdem ich eine neue Person rekrutiert habe, wieder hierher kommen und ihn fragen und hoffen, dass das irgendwann mal funktioniert. Aber so würden wir uns halt ein bisschen Zeit sparen. Und das ist nun mal ein Zeitthema. Vielleicht habe ich es auch schon verschissen, weil er so viele Rekruten haben will, wie ich sowieso in diesem Let's Play nicht mehr bekommen werde. Aber ja, vielleicht kennt ja jemand von euch die Zahl. Dann habe ich das auf jeden Fall abgeschlossen. Ich wollte mir nämlich nochmal angucken, wer das ist. Den Namen hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und dann können wir von mir aus jetzt auch schon zum Zielort. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich könnte jetzt natürlich meine neuen Mitstreiter jetzt hier suchen, die sich irgendwo in diesem Schloss verteilen. Aber das ist mir inzwischen hier gerade ein bisschen zu groß. Wisst ihr, was wir machen können? Ab der nächsten Folge, wenn sich das so vom... Nee. Warte mal. Doch, hier war ich richtig, oder? Hier war ich richtig. Hier muss ich hin mit Hicks, genau. Okay, ich Depp sollte vielleicht auch mal übernachten. Das mache ich noch schnell. So, und dann habe ich fürs Erste erstmal genug geschnibbelt, hoffe ich, für diese Folge. So, mit ihm haben wir zum Beispiel noch nicht gesprochen. Care to taste my stew? Okay, wow, so wahnsinnig weltbewegend war das jetzt nicht. Sagst du irgendwas Neues? Dadurch, dass du jetzt einen Kochkumpel hast, auf jeden Fall will der immer noch kämpfen. Hat ihm offenbar Spaß gemacht. Ich hoffe, der wäscht seine Pfanne, nachdem er ein paar Schlachten mit uns ausgefochten hat. Ja, ich habe mir jetzt so überlegt, weil ich das ein bisschen unbefriedigend finde, um ehrlich zu sein, dass ich nicht jedes Mal die neuen Leute suche, weil auf der einen Seite kostet das natürlich viel Zeit, auf der anderen Seite will ich natürlich auch wissen, wo die stehen und was sie zu sagen haben. Und meine Idee, naja, Achtung, es wird total revolutionär, nee, eigentlich gar nicht. Meine Idee ist, dass ich vielleicht immer zu Partbeginn, wenn ich euch denn in der Butze verabschiede, euch immer vor einem neuen Rekruten begrüße, mit dem wir einfach in der Butze noch gar nicht gesprochen haben. Mein Deutsch wird immer besser, wie ihr merkt. Das einzige Problem ist natürlich, dass ich, glaube ich, gar nicht mehr zusammenkriege, mit wem wir schon geredet haben und mit wem nicht. Aber naja, ich kann es ja mal versuchen. Gucken wir mal, wie es läuft. Und ich wette, warte mal, ich muss noch kurz ein bisschen lauter machen. Zuletzt habe ich immer leise gemacht. Aber habe ich schon mal gesagt, ich glaube, ich habe das im Star Ocean 4 Let's Play mal erwähnt, im Purgatorium, weil da gab es auch ein Lied, was im Hintergrund mit einer Orgel versehen war und ich liebe Orgelspiel. Ich liebe es einfach, ich weiß nicht warum. Ihh, bist du ein Zombie? Oder bist du ein Rekrut? Was ist diese komische Gestalt, die da rechts um die Kiste rumspaziert? Ich glaube, das werden wir gleich herausfinden. Ich weiß nicht, ich finde, Orgeln machen irgendwie so eine ganz eigene Atmosphäre. So, ich kann das gar nicht so begründen, aber ich mag das. So, oh shit. Ja, das sind genau die Gegner, die ich mir bei der Musik auch vorgestellt habe. Demon Sorcerer und Larvae oder so. Der sieht aber geil aus. Der Larvae, Larvae, keine Ahnung. Ich und meine Gegnernamen, ey. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich jemals ein Let's Play abgeschlossen kriege, also aus diesem Genre, aus dem Genre, wo man die Gegnernamen auch wirklich lesen kann. Oh, shit. Fuck, kann ich das auch lernen? Der Zauber hat mich überzeugt. Der kommt in die nächste Runde meines Bewerbungsverfahrens. Was muss ich machen, damit ich das auch lerne? Es gibt bestimmt irgendeine Rune, die mir das beibringt. Okay. Der ja. Habt ihr gerade gesehen, wie krass die nach vorne gesprungen ist? Boah, Sarah, ey, wie von der Tarante gestochen, zieht sie am fast allen Mitstreitern vorbei. Wahnsinn. Und ich könnte jetzt gerade Heilung besser gebrauchen denn je. Boah, okay, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn wir federn lassen mussten. So, hier will ich jetzt mal nicht knauserig sein. Auch
Auch wenn ich jetzt meine Ressourcen gut aufbrauche, aber egal. Ja, vielleicht ist es auch nicht so egal, aber ich fühle mich gerade wohler damit. Boah, okay. Also ich werde beim nächsten Mal, sobald dieser Gegner auftaucht, auf gar keinen Fall wieder auf Free Will gehen. Free Willy muss erstmal warten. Wir haben andere Ziele, nämlich das eigene Überleben. So, ist das jetzt hier genauso aufgebaut? Jetzt bin ich nicht mehr so locker flockig wie gerade eben noch. Jetzt habe ich nämlich Angst, aber das scheint kein Gegner zu sein. Ich meine, die sieht man ja auch vorher nicht, ne? Juck, juck, juck. Wanna hear something interesting? Please tell me. Juck, juck, but not for free. Wie viel willst du? Na, jetzt geht's ja ab. Wir zahlen natürlich den Höchstsatz hier. Juck, 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 you're very, very generous, okay? Don't tell anyone. You see, Master Necklord? Googly goo. Was? You idiot. Juck, juck, you're angry. Okay, okay, I return the money. Ja, ist auch besser so. Habe ich das Geld jetzt verloren oder was? Hä? Was zur Hölle ist sein Problem? Okay, es mag zwar dumm erscheinen, aber ich gebe ihm das mal nochmal. Sagt er jetzt was anderes? Googly Goo. Ja, wow. Gehe ich gleich mal googeln. Googly Goo auf Google googeln. So, nee, mache ich natürlich nicht. Ich weiß nicht so ganz, was mir das hier sagen soll. Ist das am Ende wieder ein sehr interessanter Humor der Entwickler? Oder wie darf ich das verstehen? Ich bin jetzt auf 10.000 gegangen. Sagt er jetzt was anderes? Oh, juck, juck, there are some paintings in the third floor hall and Master Necklord, don't look. Was? The second painting from the right. I said don't look. And then the third one from the right. Stop looking. Die gucke ich mir alle an. Und wenn da ein Monster rausgesprungen kommt, dann ist das halt so. Das wird bestimmt mein Todesurteil werden, aber wir werden es trotzdem ausprobieren. Wir lassen uns doch davon nicht einschüchtern. Auch wenn er das nur gut meinte. Juck, juck, for this amount. Okay, don't tell anyone. Master Necklord often calls himself King of the Night. Aha. Ja, das sind natürlich die spannendsten Infos, die man so bekommen kann. Aber gut, wir haben ja auch nicht so viel dafür gezahlt. Und hier? Juck, juck, is that all? Well, okay then, but don't tell anyone. Master Necklord always tells us. Even in the forest, not just at night during your work, praise the king. Entschuldigung. Even in the forest, not just at night during your work, praise the king. Ja, ich praise hier mal über... Nein, 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 nein. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich wollte eigentlich das untere mal nehmen und gucken, wie er reagiert. Ja, 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 bla. Ich habe gerade kurz überlegt, das abzufotografieren, aber... Nee, doch nicht. I don't want to hear it. Ich will das nicht hören. Juck, juck, you don't know what you're missing. Ja, okay. Ich glaube, der 10.000er-Tipp war soweit der wertvollste. Wir müssen mal gucken. Also irgendwas war mit dem zweiten und mit dem dritten Bit. Oh, shit. So viel habe ich jetzt verstanden. Also wenn wir hier schon zwei haben, dann ist ja ziemlich Wurst, wen ich hier angreife. Kann es sein, dass wenn ich den mit Heilmagie oder Heil-Items behellige, dass der dann entsprechend schneller wegstirbt? Ich meine, das ist doch so ein Charakteristikum vieler Untoter, ne? Mega-Medizin droppen die, das ist schon mal sehr praktisch. So, was haben wir hier? Full Helmet. Ich glaube, das konnten wir kaufen. Deswegen wird das jetzt wohl eher weniger bahnbrechend sein, aber es ist schon was qualitativ Hochwertigeres. Kann man objektiv gesehen nicht mosern, weil die geht gerade nicht nach rechts und wenn doch, dann zuckelt der wieder so komisch rum. So, okay, warte mal, ja, rennen kann ich auch noch. In mein Verderben vor allen Dingen, aber so geht das schon. Die sehen creepy aus. Die sehen aus, als hätten die so Affengesichter oder so. Obwohl, nee, so ein typischer Affenmund ist das nicht. Aber irgendwie erinnern mich deren Köpfchen an Affenköpfe. Ich weiß auch nicht, warum. So, ja, Leute, zwei Sachen muss ich noch erzählen. Oder klarstellen, je nachdem. Also zum einen habe ich ja bei den Schmiedebesuchen zuletzt immer mega gefailt, obwohl ihr mich schon mehrfach darauf hingewiesen habt, dass...
Oh mein Gott, das Einhorn aus der Hölle. Okay, warte mal. Ich glaube, hier sollte ich die... Oh mein Gott, sieht das Ding geil aus, aber mega gefährlich. Ich habe Angst. Okay, Water of Kindness. Das könnte ich eigentlich auch mal verwenden, bevor ich mein ganzes Medizingedöns raushaue. Okay, ich nehme jetzt mal das. Obwohl, nee, komm, greifen wir an. Greifen wir an. Und zwar von mir aus... Nee, warte. Geh mal auf den obersten. Du gehst auf... Nee, warte. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Nee, du gehst auch auf den obersten. Aikai geht auch auf den. Der kann nämlich nicht zaubern, genau. So, und hier können wir jetzt von mir aus gerne die stärksten Zauber verwenden. Denn ich habe gerade mega den Respekt vor den Gegnern. Ich gehe mal auf den Demon Sorcerer. Auch wenn das Master Einhorn vielleicht gefährlicher ist, weil die Hölle... War das gut? Ja, irgendwie sehen die Gegner so aus, als wäre das vielleicht nicht der effizienteste Angriff. Ich bin gespannt. Also bei normalen Gegnern, sage ich mal, in anderen Dungeons hat das immer super viel Damage ausgeteilt. Hier habe ich so meine Bedenken, aber solange... Hä? Okay, ich wollte gerade sagen, solange die das nicht absorbieren, soll mir das recht sein. Ja, krass. Und wir bekommen sogar die Erfahrungspunkte. Sehr schön. Jetzt werden wir nie erfahren, was das Einhorn so kann. Oder auch nicht. Oder ob es noch ein zweites Horn besitzt. Ja, auf jeden Fall, danke, dass es diesmal keine üble Überraschung gibt, ist das hinter diesem Schrägstrich, war das, glaube ich, nicht das maximale Level der Waffen, was die erreichen können. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber wer das Let's Play komplett gesehen hat, der wird wahrscheinlich meine Irritation dahingehend kennen. Sondern der erste Wert sagt mir, auf welchem Level die Waffe ist, und der zweite ist einfach nur der Stärke- bzw. Angriffswert dieser Waffe. Weswegen der auch immer weiter nach oben geht. Oh mein Gott, wie schön. Ich musste gerade spontan an den Wolkengarten aus Illusion of Time denken. Oh Gott. Okay. Soll ich das nochmal so machen wie gerade eben? Kann man eigentlich mal bringen, oder? Ich bin aber überlegen, ob ich das eher für einen Boss noch aufheben soll, aber... Oder wir lassen Waldi angreifen und versuchen die Dancing Flames? Ich weiß es nicht. Was nicht zu übertrieben ist, sich jetzt hier so zurückzuziehen. Was war denn Black Shadow? Okay. Gucken wir mal, was Black Shadow ist. Davon haben wir ja ein paar Einsätze. Das war der Zauber, der, glaube ich, die dann auch wieder ausspuckt, oder? Es gab doch diesen Zauber, der alle irgendwie einzieht und dann wieder auskotzt quasi. Das war aber nicht dieser Zauber, den wir gerade gesehen haben. Keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich mega die Verschwendung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Waldi so guten Schaden austeilt. Wow. Das Pferdchen verträgt aber einiges. Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Gegner-Kombi, die kann richtig gefährlich werden. Ob ich die so in Action sehen will, ich bin mir ja nicht ganz sicher. Kommt man hier irgendwo wieder raus? Wir sind doch auch durch so einen unsichtbaren Ein- bzw. Ausgang hier hochgekommen. Deswegen... Warte mal, da muss ich noch mal ein bisschen genauer hingucken. Oh, nach langer Zeit mal wieder so ein Fragezeichen-Port. Obwohl, nee, das geht da ein bisschen weiter nach vorne, okay. Aber nichtsdestotrotz kann hier eigentlich fast überall eine Tür sein, aber hier sind wir richtig. Ich habe ja ein bisschen Angst. Wenn hier kein geiler Boss ist, dann bin ich echt traurig. Okay. Hier haben wir natürlich diesen Sorcerer nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so frei sein kann und sagen kann, wir probieren eine Runde ohne Zauber, aber ich glaube, so mutig bin ich jetzt mal. Alle, die die entsprechende Reichweite haben, gehen mal auf das Hell-Unicorn. Sag mal, mir ist in... Nee, komm, wir greifen jetzt mal ganz normal. Achso, der kommt gar nicht auf das Einhorn. Schade eigentlich. Mir ist in Kalkutta, will ich immer sagen. Wie heißt der Ort? Kalekka, nicht Kalkutta. Das klingt so ähnlich. Da ist mir mal aufgefallen, dass ich, glaube ich, gar nicht mehr diese Rune habe, die
einfache Gegnerkämpfe, aua, aussiebt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie noch mit drin habe. Das Ding sieht so cool aus. Das könnte auch locker als Boss durchgehen, finde ich. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Rune hieß. Ich habe Angst. Soll ich jetzt noch eine Runde heilen oder erst im nächsten Screen? Wie viel Medizin haben wir denn noch? Ja, mega viel ist es nicht mehr. So, Cleo. Dann brauchen wir jetzt mal deine Reste auf. Einmal so. Und einmal so. Und das reicht. Hab ich gerade beschlossen. Nee, komm, Master Waldi, geben wir noch eins mit. Nicht auf den Deckel, sondern in Form von Heilung. Und natürlich geht es weiter. Oh shit. Das sind aber viele Räumchen, die man hier zur Auswahl hat. Ach, das ist das mit den Gemälden. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Ich gucke mir jetzt trotzdem einfach alle an. Okay. Hier scheint mir nichts zu passieren, außer dass wenn ich so bescheuert laufe, wie gerade eben Zufallskämpfe triggere. Aber das war ja fast zu erwarten. So, warte mal. Dann fighten wir jetzt ganz normal. Alle bitte auf den obersten. Jawohl. Es sei denn, du kannst den Demon Sorcerer angreifen. Dann greifst du natürlich den an. Aber das können nur zwei von unseren Leuten. Aber die finishen den, glaube ich, auch. Würde ich meinen. Das Problem ist halt, dass der immer nur vorher an die Reihe kommt. Aber ich hatte, glaube ich, das eine Mal, wo der seinen krassen Überzauber da zum Besten gegeben hatte, hatte ich auch super viel Pech. Aber abseits davon kann der, glaube ich, nicht so viel. Der ist halt wie so eine tickende Zeitbombe. Wie so eine Münze, die du wirfst. Wo die eine Seite deine Vernichtung bedeutet und die andere Seite, weiß ich nicht, deine körperliche Unversehrtheit. So, das sind alles so kleine... Oh Gott, hier hängen die ganzen Gemälde. Gut, warte mal, dann will ich erstmal in die einzelnen Räumchen gehen. Das ist eine gute Gegnerkombination. Ja, und dann habe ich noch den Hinweis bekommen, dass ich in der Secret Factory bei den Sirenen einen Runendrop bekommen kann für eine Rune, die mein erworbenes Geld erhöht. Das habe ich jetzt nicht abgelesen, sondern mir sogar gemerkt. Ja. Ist jetzt keine große Kunst, weil ich das vor einer halben Stunde auf mein Zettel gekritzelt habe, aber ich habe es mir gemerkt. Ich werde mir diese Rune aber... Hallöchen, ich dachte gerade, das wäre irgendwas Gegneriges, aber das sind dann wohl Teppiche oder so. Oh, Medizin, sehr schön. Irgendwas gefällt mir nicht an diesem Raum. Und es sind nicht diese Teppiche, weil die finde ich eigentlich ganz schön. Auch wenn ich mir sowas nicht in die Wohnung stellen würde. Was ist denn das hier? Ah, okay, mit den zwei Geistern kann ich leben. Ja, den werde ich mir nicht holen. Also diese Rune, weil wir ja kein Geldproblem haben. Und ich auch so dafür nicht zurückgegangen wäre. Also wäre das jetzt was mega Cooles, ja, dann hätte ich es mir nochmal überlegt. Und ja, nee, aber so ist meine Motivation nicht groß genug. Danke trotzdem für den Hinweis. Wie gesagt, alles, was mich an Hinweisen erreicht, was mit Backtracking zu tun hat, wo ich nach großer Wahrscheinlichkeit oder mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso nicht aus eigener Motivation nochmal hingehen würde, da freue ich mich extrem drüber. Im Gegensatz zu Tipps, die sich darauf beziehen, was sich denn irgendwo befindet in Ecken, wo ich noch gar nicht war. Das finde ich dann wieder doof, weil da sollten wir in unser aller Interesse genau darauf achten, ob ich das nicht vielleicht sogar alleine rausfinde. Oh nein. Hast wohl wieder zu wenig Aufmerksamkeit, ne? Blöder Mistgegner, ey. Warum ist denn der... Warum lebt denn der überhaupt noch? Irgendjemand von meinen Leuten hat doch immer mega viel Schaden gemacht, wenn er getroffen hat. Jetzt war ich gerade so auf mein Thema innerlich vertieft, dass ich das jetzt hier gar nicht so beobachten konnte. Menno. Ich werde jetzt in der nächsten Runde mal versuchen, so einen Heilzauber zu casten. Oh, das hier sieht nach Jackpot-Truhe aus. Soundsetting, ja. Die Soundsettings habe ich noch nicht abgegeben, aber ich glaube, der Charakter, der steht schon bei mir. Ein bisschen Namen nur vergessen.
Okay, so, das ist jetzt der Zeitpunkt des Heilzaubers. Ich hoffe, dass Water of Kindness auch wirklich Heilzauberei bedeutet. Angreifen, angreifen. Ich glaube, mit Cleo werde ich jetzt mal einen Firestorm casten. Sarah darf angreifen und Imchen darf ein... Komm, ein Black Shadow mal wieder zum Besten geben. Der dürfte jetzt eigentlich damit nicht alle killen. Das Einhorn überlebt das ja immer. So zumindest meine Erinnerung aus dem letzten Einsatz. Ja, aber Schaden ist trotzdem mehr als ordentlich. Eigentlich wäre es ja am coolsten, wenn Hicks jetzt noch seinen Heilzauber gebracht hätte. Von dem ich immer noch nicht weiß, ob es ein Heilzauber ist. Ah, jetzt haben wir es. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das hat mich ein bisschen an die Heilzauber-Animation aus Secret of Mana erinnert. Da fällt zwar immer so ein Tröpfchen auf die Mitstreiter, die man heilt, aber trotzdem. Ich habe nicht gesagt, dass es 1:1 das gleiche war. So, Soundsetting haben wir. Und da oben sieht man schon die Gemälde. Okay. Von 2 und 3 sind wir gewarnt worden. Diese Gegner machen mir ein bisschen Angst. Aber nur ein kleines bisschen. Er ist so harmlos, wenn er seinen einen Scheißangriff nicht bringt. Macht so ein Flaming Arrow mehr Schaden? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal versuchen. Ach nee, warte mal. Sarah, was mache ich denn? Oder habe ich Demon Sorcerer genommen? Keine Ahnung. War gerade schon wieder ein bisschen geistesabwesend. Ja, komm, weil die greift jetzt auch an. Drücken wir mir bitte alle die Daumen. Also nicht mir, sondern dem Team. Dass jetzt nicht wieder der Kackzauber kommt. Warum teilt der so unfassbar viel Schaden aus? Sag mal, hat Cleo mit ihrem Zauber gerade kein Damage ausgeteilt? Oder war das wieder nur außerhalb meiner... Oh, Mann! Ich habe mir nicht mal selbst die Daumen gedrückt. Ach, ist doch scheiße alles. Oh, wie mich das nervt. Ja, komm, jetzt mach hier, wie du gerade lustig bist. Dieser Aikai, der hat wahrscheinlich eine super schlechte Magie-Defense, aber der war, glaube ich, auch nicht komplett auf Maximum hochgeheilt. Das, ja, ist ihm vielleicht zum Verhängnis geworden. So, okay, dann eine Medizin für Aikai. Und dann möchte ich... Nein, ich wollte ihn gar nicht heilen. Ich wollte... Nein, hier wollte ich hin. Schon wieder voll im Jammer-Modus gerade. Boah, wie viel heilt denn das bitte? 500! Ja, wer lesen kann und so, ne? Altbekanntes Thema. Ach, das ist schwer. Nein! Ich bin echt zu bescheuert, durchs Menü zu navigieren. So, jetzt gehe ich ganz raus. Medizin. Oh, wie mich das gerade annervt. Ehrlich, aber ich kann mit meiner Kohle mir unendlich viel davon kaufen. Eigentlich ist es überhaupt gar nicht gerechtfertigt, sich darüber zu ärgern. Ich habe nur Angst, dass meine Vorräte jetzt hier, bis ich zum Ende gelange, eventuell nicht ausreichen. So, there's a painting here called Peasant Girl. Take a look. Nee, warte mal. Ich will mal ganz kurz... Irgendwie gehen mir die Zufallskämpfe gerade extrem auf den Sack. Aber immerhin ist der olle Pissgegner hier nicht mit bei, deswegen gehe ich jetzt mal auf Free Will. Und hoffe, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ich meine, sobald die erste Reihe weg ist, haben wir... Oh nein. Alter, ey, könnt ihr eure Zauberbällchen nicht woanders entsorgen? Habt ihr keine Einhornklos hier im Schloss? Immer Köttel auf die Besucher schmeißen, ey. Mann, Mann, also dieser Aikai, der ist hier nicht so ganz gut aufgehoben. Ich würde den ja irgendwie gerne fitter machen gegen die ganzen Zauberangriffe, die er hier einstecken muss. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, there's a painting here called King of the Night. Take a look. Ja. Klick. Okay, hier darf ich nicht raufgucken. Ich gehe mal kurz hin. Und gehe dann auf No. Hä? Okay, hier bietet mir das Spiel gar nichts an.
Hä? Okay, verstehe ich gerade irgendwie nicht. Warum bietet er mir das denn jetzt kein zweites Mal an? Das erste Bild, vor dem ich stand, wo ich auf No gegangen bin, das habe ich erstmal nur genommen, weil ich mich von links nach rechts durchgucken wollte. Habe ich jetzt hier auf immer verkackt, oder was? Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt von mir will. Muss ich jetzt den Raum hier wieder verlassen? Das wäre jetzt irgendwie so meine erste Idee. Ich habe gerade extrem Angst vor den Zufallskämpfen. Ich werde beim nächsten Kampf, den ich ernsthaft angehe, wieder eine Runde Heilung schmeißen. Obwohl, das könnte ich vielleicht in der nächsten Runde machen, auch wenn das jetzt kein schwerer Gegner ist. So, warte mal, ich muss mal kurz hier wieder runter. Und wieder hoch. Ich will das mit den Bildern da oben irgendwie resetten. Oder hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Bild 2 und 3 will ich aussparen. Ne, davor wurde ich ja gewarnt. Achso, warte mal, hier. Ich habe aber nur noch ein Water of Kindness. Ich nehme das jetzt trotzdem. Attack, Attack. Ich greife jetzt einfach mit allen an. Ich glaube, das müsste am Ende auch ausreichen, weil wir machen ja genug Schaden. Die Frage ist nur, ob wir auch immer vor dem Gegner rankommen. Es hat noch für den Zauber gereicht. Und jetzt? Jetzt wäre es vielleicht gar nicht so blöd, immer zu flüchten aus den Kämpfen. Wenn es denn funktioniert, das weiß ich halt nicht. Also Sarah hat gerade noch ein Level up bekommen. Okay, jetzt kann ich mir das wieder angucken. Jawohl. Klick. So, nu? Was will das Spiel von mir? Jetzt hat es zweimal Klick gemacht. Einmal hier. Und bei den anderen, da fragt mich das Spiel überhaupt gar nicht, ob ich da hingucken will. Ich kapiere es ja nicht so ganz. Warte mal, wenn ich jetzt hier rein und raus gehe, reicht das, um das da oben wieder zu resetten? Ja. Also für mich ist das irgendwie total undurchsichtig. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich werde jetzt mal auf die anderen Bilder zugehen und No auswählen. Vielleicht ist das die Belohnung. Oder das der Schlüssel fürs Weiterkommen. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde ja hier auch ein bisschen rumprobieren, aber ich verstehe nicht, nachdem man ein Bild angeguckt hat oder halt nicht, warum es dann nicht weitergeht so. Und hier in den kleinen Räumen sind ja auch noch Gemälde drin. Kein Plan. Solange hier einfache Gegner sind, bin ich auch relativ ruhig noch. Prost. Und Level-Ups bekommen wir hier auch kaum noch welche. Ich muss mir unbedingt, wenn ich das nicht vergesse, offscreen mal angucken, wie diese Rune hieß, die mir die Zufallskämpfe... Also die einfachen Zufallskämpfe so rausgefiltert hat. There's a painting called Girl in the Early Afternoon. Take a look. Nee. Take a look. Hier geht das jetzt mehrfach. Wahrscheinlich so lange, bis ich es mir angucke. There's a painting here called Chestnut Tree. Take a look. Nee. Hä? Was will das Spiel? Oder ist das eine Verarschung und ich muss darauf gucken? Ich meine, viel mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht. Ich habe jetzt bei Bild 1 und 4 raufgeguckt und bei 2 und 3 das verweigert. Und es ist nichts passiert. Hier klickt es jetzt auch. So. Jetzt kann ich hier nicht mehr raufgucken. Warum auch immer. Wo ist denn da der Sinn, Leute? Jetzt mal im Ernst. Oder habe ich schon wieder das Offensichtlichste übersehen? Ich weiß es nicht. So, egal. Die Gegner sind schwach. Deswegen bin ich noch ganz ruhig. Vielleicht passiert immer, nachdem es irgendwo Klick macht, irgendwo irgendwas. Ich weiß halt nur nicht, wo. Kann ich jetzt hier vielleicht was machen? Nee. Diese Gemälde, die hier hängen. Oh nein. Ich versuche mal zu flüchten. Es hat funktioniert. Sehr schön. So mache ich das jetzt immer. Ist zwar ein bisschen feige, aber spart ein bisschen Zeit und auch ein bisschen was an Heilmitteln.
Chestnut Tree. Ja. Klick. So, jetzt hat es überall einmal Klick gemacht. Warum kann ich mir das jetzt hier angucken, nachdem ich das andere auch angeguckt habe? Ich glaube, die Reihenfolge war aber auch eine falsche, oder? Hey, warum kann ich denn jetzt auf einmal alle angucken? 3, 2, 1. In der Reihenfolge habe ich das jetzt gemacht. Okay. Muss ich einfach die richtige Reihenfolge berücksichtigen, wenn ich die angucke? Also 3, 2 schien ja schon mal richtig zu sein. Also ich glaube, ich würde auch ganz anders an dieses Rätsel herangehen, wenn mich der Typ da nicht gewarnt hätte, da in diesem einen Raum ganz am Anfang. Muss ich überhaupt... Ja, ich muss hier komplett irgendwie in einen anderen Raum, sonst geht das nicht. Okay, dann versuchen wir jetzt mal die richtige Reihenfolge rauszufinden, weil was anderes will mir auch gerade nicht einfallen. Oh Gott. Nee. Ich habe Angst, dass das nicht klappt. Aber war das nicht in dem Spiel so, dass es immer funktioniert? Oder verwechsel ich das? Keine Ahnung. So. Wir gucken einmal hier rauf. Und klick. Dann gucken wir einmal hier rauf. Klick. Dann gucken wir einmal hier rauf. Klick. Ja, toll. Weißt du, macht die ganze Spannung kaputt, ey. Ich habe in meinem Hinterstübchen gar schon voll den künstlichen Trommelwirbel geholt, ja, gehört. Geholt, ja. Ich habe den total geholt. Weißt du, ich habe eine Trommel geholt, die aufgegessen und seitdem bunkert die in meinem Kopf. Weil meine Nahrungsaufnahme nicht in Richtung Magen verläuft, sondern direkt ins Gehirn. Weißt du Bescheid. So, das hier ist das Letzte, was wir jetzt von den Vieren angucken können. Und damit habe ich alle auf einen Schlag gesehen. Okay, das war richtig. Was zur Hölle hat der Typ mir am Anfang erzählen wollen? Das war doch totaler Humbug. Oder ist das Absicht, dass er einen auf die falsche Fährte führen sollte? Oder war das gar nicht die falsche Fährte? Laufe ich jetzt gerade wieder zurück? Ich hoffe nicht. Okay, komm, den hier schaffen wir jetzt wohl irgendwie noch. Ey, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe und feststelle, ich laufe jetzt dahin, wo ich halt schon mal war. Ja, das heißt zurücklaufen, ich weiß. Dann bin ich aber völlig ratlos. Da muss ich mir wahrscheinlich in der Nachbearbeitung mal angucken, was ich hier alles an Hinweisen bekommen habe. Aber hier sind wir zum ersten Mal. Ich kann beruhigt sein, hier sind wir zum ersten Mal, richtig? Ich muss nur mega aufpassen, wie ich jetzt die Zufallskämpfe handle und nicht übermütig werden. Das ist ja ein gemütlicher Raum. Und das ist ja ein süßer kleiner Hausgeist hier. Das ist ja mal richtig schnuffelig, der Empfang. Ich glaube, hier bleiben wir. Hier sollten wir uns, ich hätte gerade fast gesagt, einen Tee aufsetzen, aber Tee trinke ich in diesem Spiel nicht mehr. Aber irgendwas. Guck mal, da liegt ja sogar schon was. Earth Boots. Keine Ahnung, ob wir die schon mal hatten. Zeig mal, Defense 18. Was? Ernsthaft? Okay. Also von mir aus kann der werte Aikai die auch gleich bekommen, denn er ist ja der, der hier momentan am schnellsten verreckt. Die sind besser als der Guardring. Oder nee, warte mal. Die Boots? Nee, nicht. Was mache ich denn? Ich war doch hier schon voll im richtigen Menü. Earth Boots. Ja, guck dir das mal an. Geil. Jetzt hätte ich bitte gern noch einen Laden, der das anbietet. Und dann bin ich wunschlos glücklich. Fast. Fast, fast, fast. Können wir denn hier irgendwas futtern davon? In Terranigma würde er das Glas jetzt nehmen und austrinken und das Essen verputzen. Und das sieht immer so süß aus. So, nee. Nee. Da kannst du jemand anderen suchen. Darauf habe ich jetzt gerade keine Böcke. So, links sieht das eher nach kleinem Räumchen aus. Schon wieder mit Kiste. Die haben echt schöne Möbel hier. Also aus Ikea haben sie die definitiv nicht eingeschleust und eingekauft. Ich glaube, die hier können wir uns geben. Das ist jetzt auch nicht so der Oberburner. Ich nehme schon wieder über 40 Minuten auf.
Leute, wie die Zeit immer rennt in diesem Spiel. Wahnsinn. Aber wir haben auch schon interessante Dinge hier und heute gesehen, ne? So. Und dann bleibt uns jetzt nur noch diese Tür. Das verheißt nichts Gutes. Aber dass hier Vampire auf uns warten, das... Oh Gott, das war ja irgendwie zu erwarten. Wenn wir uns einfach nur zurückbesinnen darauf, was uns eigentlich hier hingebracht hat, ne? Nämlich dieser olle Vampir, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Okay. Haben wir genug Knoblauch eingepackt? Ich glaube, den könnten wir noch gebrauchen. Nein. Führe mich nicht in Versuchungsspiel. Was ist das denn? Ist das denn fetter Klumpen Schleim? Soll das irgendwas darstellen? Ist das Kunst oder kann das weg? Ich weiß ja nicht. Solange es nicht zum Leben erwacht, soll es mir recht sein. Aber ich traue diesem Brat nicht. Und nicht irgendwie hat dieser ganze Ort hier ein sehr, sehr interessantes Design. Auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Und überall diese Gemälde. Earth Rune Peace. Das kann ich hier leider nicht sehen, ne? Das war immer nur beim Schmied, glaube ich, einsehbar. Welche Rune Pieces die Leutchen zu haben. Das ist okay. Wahrscheinlich die einzige Gegnerkonstellation, die ich jetzt noch bekämpfe, wo man zumindest so ein bisschen hoffen kann, dass man da ein Level-Up noch mitnimmt. Aber die Leute sind, glaube ich, schon so gut unterwegs. Ne, da muss ein neuer Ort her. Und das Geld, das füllt sich jetzt hier so in so großen Schritten auf, dass ich vielleicht gar keine Würfelrunden mehr starten muss. Okay, Leute, ich glaube, das könnte das Tor ins Finale sein. Oh mein Gott, der Himmel ist blutig rot. Wir werden alle sterben. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ach, ist doch halb so wild, dann denkt dran, wer am Pad sitzt. Und ihr werdet euch stillschweigend, kopfnickend eingestehen, ja, wir werden sterben. Deswegen hoffe ich, dass das Spiel mir jetzt noch eine Speichermöglichkeit gibt. Aber es gab ja schon mal die eine oder andere Ecke, wo man ewig nicht speichern konnte. Deswegen will ich gar nichts mehr voraussetzen. Okay, es geht immer noch weiter. Krass. Krass. Oh nee, lass mal stecken hier. Das ist mir hier schon genug an Action, auch ohne solche Kämpfe. Cape of Darkness. Na, zeig mal an hier, was die so kann. Falsches Menü. Ja, jetzt komme ich wieder durcheinander. Cleo? Ja, wir haben auf jeden Fall gutes Zeug hier bisher gefunden. Das hier hilft jetzt zwar nicht so mega weiter, aber Defense plus 13, vielleicht können wir das gut verkaufen, also für gutes Geld. So, da geht's weiter nach oben. Und was haben wir hier noch? Hier ist auch oben, nur anderes oben. Magic Rune Piece. War das nicht so ein Ding, was man sofort nehmen kann? Ja, Magic Up, genau. Use. Ich gebe das Waldi. Ja, ich weiß, er ist nicht der Zauberer vom Dienst, aber von allen anderen weiß ich nicht, ob die bis an ihr Lebensende in meinem Team verbleiben. Und ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aus meiner jetzigen Truppe Sarah am coolsten finde. Also klar, so der Mädelsbonus, aber die sieht auch ein bisschen aus wie Lorelei. Irgendwie gefallen mir hier zu viele Charaktere mit langen, dunkelbraunen Haaren und blauer Kleidung. Was ist hier los? Das sind nicht mal meine Lieblingsfarben. Auch nicht im JRPG-Universum. Ich kann es mir gerade nicht erklären. Oh mein Gott. Hi. Oh mein Gott. Okay, wenn das keine überdimensionierte Orgel ist und kein geiles Szenario, dann weiß ich auch. Ich habe gerade echt Gänsehaut, Leute. Ich habe schon verstanden, dass jetzt hier was sehr Episches auf uns zukommt. Und dass wir unser Mädel nicht einfach wegbefreit bekommen. Das ist die Hochzeit, die hier gerade initiiert wird. Die hat nämlich auch schon Brautkleid an. Wir sind sowas von am Arsch, Leute.
Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, das Trauerspiel müssen wir uns jetzt noch eine Weile geben. Ich will gar nicht wissen, wie hoch der Puls jetzt zum Beispiel bei Hicks gerade ist. Und wisst ihr was? Ich mache euch jetzt auch einen krass hohen Puls. Nämlich einen hohen Puls voll lauter Hass, denn ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Ich nehme jetzt fast 50 Minuten auf und werde die nächste Folge dann im Anschluss gleich aufnehmen. Und ja, zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich, wenn ihr mir jetzt nicht böse seid, sehr, sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!